was haben wir hier? Intrige? Weißt du was, ich habe jetzt keinen Bock auf Sneaky, weil ich muss mal echt hier jetzt vorwärts kommen. Habe ich gerade ein Buch gefunden? Sieht nicht so aus, okay. Ich muss langsam mal eine Pause machen, ich werde unaufmerksam. Oh, trübes Wasser. Ja, wer macht das nicht gerne, Klowasser trinken? Also ein leckeres Klowasser. Weißt du? Ah, da ist wieder so ein dämliches Sandwich. Das verstopft einem immer das Inventar. Und ich esse es eh nicht. Na? Wer isst schon angebissene Sandwiches? Digga, ist Zombie-Apokalypse. So, also hier kommt man wohl nicht so einfach rein. Es sei denn, man klettert hier irgendwo hoch, wenn es halt geht. Moment. Ich will jetzt aber auch nicht lange rätseln. Ja, also man könnte sich hier mit Blöcken hochstecken, aber ich habe jetzt, glaube ich, gerade keine dabei. Habe ich Blöcke dabei? Ja, ich habe Blöcke dabei. Dann kann ich euch gleich mal die nächste Spielemechanik zeigen, die euch sehr an Minecraft erinnern wird. Ja, es ist ja auch, also eigentlich ist 7 Days to Die einfach nur Hardcore Minecraft. Minecraft für Erwachsene. Konnte man hier nicht rein? Doch, da. Oh, man muss da reinspringen. Weißt du was? Also man kann sich, das wollte ich gerade sagen, man kann sich nämlich mit so Blöcken hier einfach hochturmen, einfach unter sich aufbauen, hochspringen und draufbauen. Das kommt jedem Minecrafter bekannt vor, denke ich mal. Wie ist diese Tür? Okay. Komme ich hier durch? Kann ich das machen? Wird ein bisschen dauern. Alter Schwede, 21 und 19. 20. Ja, das Ding ist... Ach, ich breche jetzt die Queste nicht ab, wenn ich hier abhaue. Okay, lass mal. Lass mal. Ach, guck mal. Angie, was machst du denn hier? Ah, guck mal. Die knockt sich gleich mal selber aus. Angie. In die Fräse. Oh, ja, da ist noch einer. Hat er jetzt die Tür da hinten kaputt gekriegt, endlich? Ich könnte ihm ja helfen. Alter. Übrigens noch was, wenn man sich hinhockt, ist man leise. Ist komisch, ne? Ah, gib mir mal den Steinpfeil wieder. Hier war noch einer drinne, glaube ich. Ah ja, guck mal. Da. Oh, gleich ist es 22 Uhr. Muss mich beeilen. Okay. Na? Darf man nie vergessen, dass um 22 Uhr Partytime angesagt ist. So, hier ist eine Working Stiff Tools, das ist so Werkzeugkiste. Das ist wieder so eine versiegelte. Und hier ist eine ganz normale mit einem Nightstalker Buch. Oh, die mag ich gerne. Band 5. Bogenschießen. Niemand wird es kommen sehen. Bögen verursachen nachts 10% mehr Schaden. Und eine Wumme. Geil. 9mm ist manchmal ganz gut, weil die ist schön schnell. So, hier Tools Digest für Werkzeuge erstellen. Hat jetzt nichts gebracht. Also keine Steigerung. So, da sind noch Medikamente. Darf ich die auch mal fassen? Ja, genau. Das sind keine Medikamente. Oh, eine Registrierkasse. Da gibt es schön Ocken drin. Naja. Also alte Dollaris und die neue Währung Dukes. Was es damit auf sich hat, ich habe keine Ahnung. Also es sind angeblich Jetons, also solche Chips aus dem Casino. Also ist der Duke wahrscheinlich irgendwie so ein... Ach, ich verstehe. Fun Pimps. Da muss ich... Shotgun Weekly, also ob es sich um Einzelschuss, Doppellauf, Pump oder automatische Schrotflinten handelt. Wir haben alles im Angebot. Verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Schrotflinten. Schrotflinten in keinem Spiel meins. In keinem. Glaubt's mir. Ich renne hier einfach mal rein. Muss jetzt sehr vorsichtig sein eigentlich, weil es ist nach 22 Uhr und bis 4 Uhr morgens ist jetzt Zombie Party. Oh, ich höre auch
Haufen Munition. Oh, geil, die brennende Schaftmod. Oh, die ist gut. Hier ist auch was drin. Digga, das macht mich jetzt ganz nervös, das Zombie-Geräusch jetzt noch mehr als sonst. Oh, ich muss gleich mal eine Pause machen. So, ein schönes bisschen Toilettenwasser. Oh, ah, da ist schon ein Zombie auf der Jagd nach mir. Ja. Bis auf das eine Zimmer da hinten haben wir jetzt auch alles ausgeräumt, aber wir haben auch das Hauptloot gefunden und da hinten ist ein wilder Zombie drin, der die ganze Zeit auf die Tür eindrischt. Mache ich das jetzt tatsächlich mit 14 Überladung, Hunger und Durst? Warte. Gegen Durst? Kann ich da was machen? Ja, hier, gegen Hunger und Durst könnte ich eigentlich diese Birnen essen. Ob das reicht, weiß ich nicht. Es wird wahrscheinlich nicht reichen. Ja, da die Facecam davor steht, sehe ich jetzt immer nicht, dass der... dass ich hungrig und durstig, also mein Charakter ist. Ich identifiziere mich viel zu sehr mit dem Vogel. Ausgeknipst, einfach wie eine Lampe, Digga. Doch, doch, das macht Spaß gerade hier jetzt schon. So, 1 Stunde 55 aufgenommen. Mein Rechner ist heute übrigens so laut wie in keiner Aufnahme. Also 7 Days to Die scheint schon ein klein wenig demanding an den Rechner zu sein. Lauter ist er nur bei ausgerechnet Far Cry 3. Sollte mich nicht so auspowern. Ach ja. Dann schleichen wir mal eine Runde. Und rein in das Grundstück. Der Zaun hier wird wahrscheinlich Schaden nehmen. Ich hatte schon mal so eine Location, wo so ein Zaun rundherum war. Und da war hinterher nicht mehr viel von über. Aber ich werde ihn diesmal ausbessern. Mit besseren Versionen, wenn möglich. So. Alles klar. Wir haben nichts zum Kochen. Aber wir haben hier eine Menge Material fertig. Ach, ich weiß warum das Ding still steht. Aber es ist auch nichts geplant an Kochapparatur. So, Mampf ist nicht, Wasser, ja. Ich habe gerade ein bisschen, diese Kamera macht mich, irritiert mich. Ich rede mich nur raus. Hier sind noch ein paar Magazine. Ach ja, habe ich Nightstalker? Ah ja, das habe ich aber noch nicht gelesen, ich habe es nur eingesteckt. Okay, ab jetzt, nachts, 10% mehr Schaden, Bogen. Ja, und das hier ist die Shotgun Messiah. Selbstgebaute Schrotflinte freigeschaltet, Qualität 2. Ich sag mal eins, die Schrotis in diesem Spiel haben genau den Nachteil, den ich auch bei anderen Spielen an Schrotis gefunden habe. Nämlich tierisch langsam, nur kurze Distanz. Ja, dafür sind die gut. Zwar ordentlich Bums, aber ne? So, mal alles für den Arsch hier rein, wenn ich da irgendwas finde. Raketenwerferteile schon wieder. Ah, die brennende Schaftmod. Die werde ich gleich mal. Stahlwerkzeugteile. Die werde ich mal behalten. Papier. Ich weiß nicht, was man aus Papier craften kann. Nein, spoilert mich nicht. Wenn ich frage, ne, dann könnt ihr mich gerne Bleibatterie für Autos. Behalte ich mal. Acid, wie gesagt, Säure ist, wie ich aus dem wenigen, was ich gesehen habe von anderen Let's Playern, extrem wichtig und selten. Hier, das können wir verkaufen. Soll ich nochmal sagen, dass ich kein Schroti-Fan bin? Ja, um die letzten Schroti-Fans auch noch auf mich wütend zu machen. Schrotflint sind geil, du Vogel! guck mal, 3 Raketenwerferteile. Halte ich für gut? Ich weiß zwar, ich habe noch nie einen Raketenwerfer gehabt. Ja. Also einige Materialien von denen weiß ich, was man mit ihnen craften kann. Warte mal. Batterien und Motoren. Würde ich mal sagen, kommen woanders hin. Aus Gründen. Stahlwerkzeugteile können hier rein. So. Spezielles. Jetzt guck ich das an. Schon 4 Reparaturkits. Da würde sich so mancher nach die Finger lecken. Ist eklig.
Hast du dir deine Hände vorher gewaschen? Sprach er mit einem imaginären Menschen und hatte Spaß dabei. Ja, ich habe Spaß bei den Dingen, die ich mache. Lecker essen, Yucca-Samen und Kürbissamen, Blaubeeren, komm mal hier oben hin, aus Gründen. Habe ich noch Fleisch? Nö. Okay. Gebackene Kartoffeln, die behalte ich. Die packe ich mal nach hier unten. So. Da ist ja auch noch was zum... Nein, da ist noch was zum Craften. Also Bastelkram. Kommt hier rein. Bastelkram. Warte mal. Können wir allerdings mal behalten, weil ich habe was vor. So. Ja. Hatte ich das jetzt so gemacht? Ich müsste einmal kurz die eine Platte da noch raushauen. Dafür mache ich jetzt mal den Rest der ihr könnt jetzt noch mal sehen, wie schnell dieses Teil ist. Den Fehler mache ich übrigens immer, dass ich es hier oben reinlege und nicht nach hier unten. Na, wer macht das auch? Niemand? Das glaube ich nicht. So, ich mache jetzt mal einen starken Schlag. Guck mal, gleich 76 Punkte weg. Aber das Ding wird gleich auseinanderfallen und ihr seht, wie viel Ausdauer das wegfrisst. Einfache Schläge mit der linken Maustaste sind nicht so ausdauerintensiv. Der hat Durst, der Vogel. Warte mal, hatte ich nicht Wasser abgekocht? Bier bringt nichts, deswegen... Also Bier, ich zeige euch gleich mal, was das Bier für Wirkung hat. Finde ich. Ausdauerwiederherstellung, Raufschaden und Betäubungswiderstand. Ja. Da kann mir jetzt mal jemand erklären, in welchen Situationen setzt du Bier ein? Also jetzt im Spiel, nicht im Realleben. Da weiß ich, wo man Bier einsetzt. Hier ist Wasser. Ja. Dafür nehme ich mal die Schaufel aus dem Schlott und dann haue ich mir mal zwei. Dann regeneriert sich nämlich die Ausdauer schneller. Exakt das. So, wo habe ich denn jetzt die... Ja, da ist das Ding. Das ist gleich im, da, wo es weh tut. Aber bis dahin, guck mal, da haben wir hier schon die Hälfte von dem Ding. Warum macht er den Turm kaputt? Ja, weil ich den nicht mag. Ich hasse den. Den hat recht gebaut, weißt du? Alter. Ich mag gar nicht sagen, woran mich das erinnert. So, den kann ich zerlegen. Da kommen 90 Eisenstücke raus. Ist geil. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie langsam es ist mit der Axt. Geht auch, aber Gegenstände zerlegen ist abgeschlossen. Oh, ich glaube, die habe ich noch nie geschafft. Ich habe kein Holz mehr zum... Ich habe kein Holz mehr, um Holzgegenstände aufzuwerten. Also muss ich einmal kurz das... Ah, hier runterkommen. Ah. Habe ich mir gerade was gebrochen? Man kann sich... Ich habe irgendwie geschickt mich durch die Stäbe gebackt. Da muss ich mich mal selber loben. Alle mal Honk loben. So, ich brauche Holz. Wie viel Uhr ist es? 1.28 Uhr. Also nicht im Real Life, wohlgemerkt. So, läuft auch alles. Facecam läuft diesmal auch. Das war auch eine Sache, die in der letzten Aufnahmesitzung, die einigermaßen lang war, wo ich mich sogar geärgert habe, schiefgelaufen ist, dass ich nämlich die Facecam ausgelassen habe. Also nicht, dass es mir darauf ankommt, dass ihr mich unbedingt seht, aber also die Veteranen hier, die wissen, dass ich darauf am wenigsten Wert lege. Es ist aber so, dass manche Leute ganz gerne die Visage vom Honk sehen wollen, ganz besonders, wenn er sich so richtig schön einscheißt, ne? Also wenn so schon die Diarrhoe über den Gamerstuhl läuft. Ja, wer nicht über sich selbst lachen kann, der ist meines Erachtens ein armer Mensch. So, ich schalte mal das Feuer aus. Ich nehme mal das Holz hier wieder raus. Wo ist das neue Holz? Ich nehme mal die Hälfte und packe das hier rein. Mir ist eben aufgefallen, ich habe diesen aus Versehen diesen Klotz hier angehauen und konnte ihn nicht reparieren. So, jetzt werde ich ihn auch gleich auf zu Pflasterstein aufwerten, ist abgeschlossen. Haha, wie wunderschön. So, wo haben wir denn die Bauklötze?
Jetzt werdet ihr Bauklötze stauen. Nämlich, ich werde erstmal die anderen. Also solche Klötze hast du ja wahrscheinlich schon gedacht, dass das geht. Aber wenn man hier über dieses Feld geht und drückt dann die R-Taste, dann bekommt man so ein Kreismenü und hier oben kann man Formen auswählen. Und jetzt schaut euch mal den Scheiß an, ne? So, das ist der. Ist das alles? Ja. Das ist so der. Der Kram, den man bauen kann. Ich möchte hier mal die Stäbe nehmen aus verschiedenen Gründen. Das ist so ein Gitter. Lass ich das da schon drauf? Oder? Warte mal. Ich mach mal gucken. Nee, ich hau da noch einen draus und dran. So. Jetzt kann ich das rotieren mit der linken Maustaste, aber ihr seht nur so auf der Achse. Das hilft mir nicht viel. Jetzt gehe ich nochmal auf R und gehe hier unten auf fortgeschrittenes Drehen. Und jetzt passt auf. Das ist gut. Und Bams. Grund, weshalb ich das jetzt gemacht habe, ist, du kannst das Wasser hier unten immer noch wunderbar sehen. Vorausgedacht. Vorausschauendes Kerlchen am Start hier. Alter! Ja, ich sollte mich dran gewöhnen, dass Schleichentaste drücken in diesem Spiel nicht bedeutet, dass man nicht. Ihr versteht, ne? So, jetzt muss ich mal sehen. Ja, ich müsste jetzt wieder auf den normalen. Warte. Kreismenü. Und ich möchte hier eine Halbstufe draußen dran bauen. Geht das? Ja, irgendwie schon. Aber nicht so. Wieder frei rotieren. Und ihr seht, wie er das rotiert, so langsam durch alle Phasen durch. Warte. Ich mach das mal von der anderen Seite. Alter, das hier runterkommen ist so. Ja, man kann ganz schnell runterkommen und das, ja, runter geht's immer. So. Jetzt mal gucken. Ah ja, genau so wollte ich das haben. Und, ah ja, kann man auch gleich machen. So. Jetzt schaut mal. Ja, kann ich da noch einen vorne ranbauen? Geht das auch? Ja, wenn man ganz vorsichtig ist. Jetzt zeige ich euch mal einen kleinen Trick. Dazu muss ich jetzt greifen. Das ist so wie F3-Taste drücken in Minecraft. Manche Cheats sind erlaubt, meines Erachtens. Und zwar, man kann über die F1-Taste die Konsole aufrufen und mit DM den Debug-Mode einschalten. Muss man nur darauf achten, dass man aus Gründen ihn hinterher wieder ausschaltet. Ich gehe mal aus der Konsole raus und gehe mal in Escape. Und dann kann ich nämlich hier sagen, die Stabilität. Es gibt nämlich ein Physiksystem in diesem Spiel. Und das zeigt an, wie stabil das ist. Grün heißt, stürzt normalerweise nicht ein. Rot heißt, stürzt ein. Und dann stürzt gleich meistens die komplette, oder eigentlich immer, die komplette Konstruktion rundherum ein. Und wir wollen ja nicht, dass irgendwas einstürzt. Also, so, und jetzt gleich den Debug-Modus mit nochmal DM ausschalten. Debug-Menü off. Denn solange man das Debug-Menü anhat, kann man keine Fortschritte machen, also keine Errungenschaften. Jedem sollte klar sein, warum dem so ist. Ich muss jetzt nochmal von unten gucken, wie das jetzt aussieht. Das hätte ich eigentlich machen sollen, bevor ich es umgewandelt hatte, weil solange es noch Sperrholz, solange kann man es noch schnell abbauen. Das hier würde jetzt tierisch lange dauern. 3.21 Uhr. So. Wir können gleich wieder. Okay. Ja, ein paar Sachen wegpacken noch. Hier die Dinger da rein.
Ich drücke ganz gerne mal den Sortier-Button. Ach, das hatte ich ja auch noch vor. Hier, brennender Schaft-Mod. Das ist so eine Modifikation für Waffen. Und zwar für Speere. Ein Nahkampfgegenstand, der sowohl als Lichtquelle dienen kann, als auch Feinde in Brand setzen kann. Kann an Nahkampfwerkzeugen und Waffen angebracht werden, die über einen langen Schaft oder eine Klinge verfügen. Sehr schön. Ratet mal, wo das Gerät rankommt. Dem Gerät. Verändern. Leerer Modifikator-Slot. Das Ding blinkt grün, daran erkennt man, dass es kompatibel ist. Reinziehen und schwapps. Und jetzt passt mal auf. Jetzt passt mal auf. Ja, das macht im Dunkeln schön hell. Sache ist allerdings, habe ich eigentlich das Gamma wieder zurückgestellt nach meiner letzten Experimentierphase? Ja, das ist ausgeschaltet, das Feuer. Okay, alles klar. Hier hatte ich noch ein paar Sachen abzugeben. Nö, eigentlich nicht. Ach so, ich habe noch Eisen auf Tasche. Ja. Der Händler macht gleich auf. Dann können wir ihm die Vorräte bringen, die wir aus dem Motel gekriegt haben. 2 Stunden 9 aufgenommen. Freunde, ich sage erstmal mit diesem Anblick, und wir machen hier mal einen Screenshot. Kann man nämlich das HUD ausblenden? Ich sage mal mit diesem Anblick, ciao. Mit W wie Wasserturm. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme, wenn wir dann zurecht gehen, also zu Rektum, ihm seinen Kram bringen und uns die nächste Aufgabe holen. Mal sehen, was dann wieder abgeht. Bisher schlage ich mich, glaube ich, ganz gut. Bis auf die ganzen Versabler, aber das ist egal.